würde gerne Ihnen was erzählen über ein Herzensthema, mit dem ich mich seit ungefähr 25 Jahren beschäftige. Und zwar ist es so, dass so Anfang der 90er Jahre kam ja so von Toyota diese ganzen Kaizen-Lean-Philosophie, die auch die Grundlage für agile Denkweisen sind und so weiter. Und ich habe diese, ja, und an, da das Kaizen hat man wörtlich ein bisschen falsch übersetzt, aber man hat gesagt, Kai sind die Methoden und Zen ist die Geisteshaltung. Und eigentlich ging es um ein Zusammenwirken der Methodiken und der Geisteshaltung der Menschen. Ja. Und was man halt hier gemacht hat, war, dass wir gesagt haben, mit unserer deutschen Gründlichkeit, ja, Geisteshaltung brauchen wir nicht, ja. Methoden kopieren, das ist gut. Ja. Und machen eigentlich, die ganze Wirtschaft macht seit 25 Jahren eigentlich das falsche Projekt. Ja. Weil sie machen Kai-Projekte und nennen das dann Kaizen. Ja. Und wenn halt die Hälfte fehlt, dann entsteht nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Dann ist es nämlich eine einseitige, es geht nur um Kostensenkung und Effizienz. Und das kurze Ausflug habe ich heute Morgen auch schon mal erzählt, wie das eigentlich entstanden ist. Habe ich von einer Japanerin, die Zeichen dann ganz gründlich übersetzt hat, die also in Kontakt ist mit Leuten, die so ganz von aus der ersten Stunde bei Toyota waren. Und zwar ist es so, man hat das Wort Muda, das japanische Wort Muda, ins Amerikanische übersetzt in Waste. Und vom amerikanischen Waste hat man es falsch übersetzt ins Deutsche in Verschwendung. Und deshalb denken alle, sie müssen die Verschwendung eliminieren. Ja? Wir müssen Kosten senken. Und die größte Verschwendung ist, sind ja die Menschen, die viel zu viel kosten und deshalb muss man die eliminieren. Ja? Jetzt ist aber das Ding, dass die eigentliche Übersetzung von Muda ist, wir sollen die aus Menschensicht nicht sinnvollen Dinge nicht tun. Also wir sollen den gesunden Menschenverstand verwenden. Das war die Botschaft von Toyota. Und wir haben da draußen ein Cost-Cutting-Projekt gemacht. Das heißt, aus einem Übersetzungsfehler heraus macht die ganze Wirtschaft im Grunde ein Projekt. Und was ist jetzt die Folge davon? Ich gehe oft in Unternehmen und frage, da kommen wir zu dem Thema Energie, ja, wie viel Prozent aller Energie, die alle Menschen hier Tag für Tag einsetzen, ja, und alle Menschen kommen hier da in das Unternehmen, um eigentlich ihr Bestes zu geben oder auf jeden Fall, niemand kommt ja dahin, steht morgens auf und sagt, ich will im Unternehmen schaden. Ja? Also alle geben sich Mühe und so weiter. Ja? Das ist im Management genauso wie, wie bei den Mitarbeitern. Also wie viel Prozent aller Energie, die alle Menschen Tag für Tag in das Unternehmen einbringen, entfaltet sich zu einem Nutzen für Zielgruppen, also für den Zweck des Unternehmens oder für den Projektnutzen? Und wie viel Prozent aller Energie sind im Grunde Reibungsverluste im System oder man kann sagen Blindleistung? Und das ist im Grunde das größte Muder, also die größte Verschwendungsart in Unternehmen, ist heute die Verschwendung menschlicher Energie. Ja. Bei dieser Frage, wie viel Prozent entfaltet sich als Nutzen, ja, dann kommt so im Schnitt, denken Sie vielleicht mal kurz nach, was Sie denken würden. So der Schnitt ist 50-50, also 50% Wirkung zu 50% Blindleistung. Ich kenne viele Unternehmen, die haben 20% Wirkung und 80% Blindleistung. Ja. Weil vor lauter Effizienz, ja, man Dinge implementiert hat, die eigentlich das Ganze in die Absurdität entwickeln. Und wenn du sagst, ist Resilienz, ist es ein Widerspruch, Resilienz-Effizienz? Meiner Meinung nach ist, dass es ohne Resilienz überhaupt keine Effizienz geben kann. Ja, das ist eine Scheineffizienz. Weil es ist wirklich nicht sehr effizient, ja, wenn wir praktisch zum Beispiel Projekte machen. Ich habe letztes Jahr mit ein paar anderen, kann ich mal kurz zeigen, dieses Buch da geschrieben, Turnaround, wenn Projekte Kopf stehen und klassisches Projektmanagement versagt. Ja. Da geht es um das Retten von Projekten in Schieflage. Und wie entsteht so eine Schieflage? Ganz einfach, da ist irgendwo jemand, der zum Beispiel, ich denke jetzt an eine bestimmte Bank, ja, da ist ein Management, die völlig überzogen, ehrgeizige Ziele losbrechen, ja, ein Projekt lostreten, was
völlig absurd ehrgeizig ist, das dann auch noch öffentlich kommunizieren, ja? Und nachdem sie das öffentlich kommuniziert haben, haben sie sich die Tür zugeschlagen, sich einzugestehen, dass es vielleicht eine Fehlentscheidung war. Und die ganze Projektlaufzeit geht es immer nur darum zu vertuschen, dass eigentlich von Anfang an das Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Dann graben die sich immer tiefer in den Schlamassel, ja, bis zu dem Tag, wo es dann halt knallt. Ja. Und dann gibt es wieder ein neues Budget und neue, und, oder so. Ja. Also praktisch, wir sind weit weg von Effizienz. Ja. Dadurch, dass wir eigentlich Kai-Projekte machen statt beides. So, das, worum es mir geht, was mir am Herzen liegt, ist eigentlich, wie können wir reibungsarme Systeme schaffen? Das ist das, was ich allen Unternehmen vorschlage. Und zwar reibungsarm konstruktive Systeme, die in hohem Maße wertschöpfend sind, auf der einen Seite, also optimal wertschöpfend, und zweitens optimal menschenfreundlich, weil nur dadurch im Grunde die echte Wirksamkeit oder die echte Effizienz dann entsteht. Ja. Weil ein Kampf gegen Windmühle, das musste schon Don Quixote lernen, ja, das kann nicht der wirkungsvollste Weg sein. So, und wie macht man das? Ich verwende seit 10 Jahren einen Baum als Systemtheorie. Wenn wir jetzt sagen, wir haben im Unternehmen eine Geschäftsleitung, wir haben Marketing, Vertrieb, wir haben HR, wir haben Produktion, Service, IT-Bereich, vielleicht Business Excellence, Lean, was auch immer, dann sind ja alle Bereiche, sind den ganzen Tag ja damit beschäftigt, das ist so unsere Denkweise, Äpfel zu produzieren. Ja? Wir wollen also alle kämpfen Tag für Tag dafür, dass mehr Äpfel entstehen. Ist im Grunde auch nicht schlecht, aber die östliche Philosophie, also das, was man bräuchte, um zum Beispiel Lean machen zu können, um agile, damit diese agilen Ansätze auch wirklich funktionieren, ist praktisch eine andere Denkweise im Sinne von, das ist das, was zum Beispiel Toyota macht, die konzentrieren sich hier auf den Boden und auf die Wurzeln. Weil es nicht darum geht, wie viele Äpfel kommen vom Baum, sondern viel wichtiger ist, stammen die Äpfel von einem gesunden Baum. Also sich darauf zu konzentrieren, dass der Baum gesund ist, ist weit intelligenter als sozusagen der Kampf gegen Windmühle und möglichst viele Äpfel, ja, zu produzieren. Und das, was eigentlich aus meiner Sicht verrutscht ist, die letzten 20 Jahre, ist, dass praktisch Unternehmen immer mehr, man könnte auch sagen vom gesunden Menschenverstand, ja, ist es ja, immer mehr hier in die Richtung gekippt sind. Ja, und das Klassische ist, was man so kennt, ja, wir haben keine Zeit, die Axt zu schleifen, weil wir müssen ja alle Holz hacken. Ja. Und mit der Mentalität versucht man dann effizient zu werden, was einfach ein Widerspruch in sich ist. Was ich mit den Unternehmen mache, Transformation, ist praktisch hier sozusagen die Rückführung zur vernünftigen Arbeitsweise, könnte man sagen. Warum passiert es hier? Wir sind hier bei dem Thema Symptom. Also was Unternehmen machen hauptsächlich, die meisten Projekte sind Symptom-Reparaturprojekte. Habe ich heute Morgen auch als Beispiel gesagt, Unternehmen, die haben so eine absolute E-Mail-Flut. Ja? Also wenn jemand 10 Tage Urlaub hat, 10 Tage, ja, dann hat jemand 1600 Mails in der Inbox als Beispiel. Ja? Kann kein Mensch mehr verarbeiten. Ja? Die Symptomheilung, ganz intelligent aus der IT-Abteilung ist, wenn ihr zu viele Mails kriegt, dann machen wir da noch so einen Messenger hin, und wenn ihr dann was Wichtiges habt, dann schickt es dann darüber. Ja? Das ist so eine typische Symptomreparatur. Statt an die Ursache zu gehen und zu sagen, warum gibt es noch nicht so viele E-Mails? Die vielen E-Mails gibt es, weil da herrscht, wie in vielen Konzernen, eine Angst- und Druckkultur. Und deshalb muss man für jeden Gramm 20 E-Mails schreiben, um sich abzusichern und um sich zu rechtfertigen und was auch immer. Ja. Und das ist sozusagen, das würde die E-Mail-Flut abstellen, ja, aber nicht diese Lösung. So, also wir sind hier praktisch
ist die Frage, gehen wir an das Symptom oder hier gehen wir an die tieferen Ursachen. Und ich meine jetzt nicht so einfach Ursache und Wirkung, sondern es gibt die Ursache der Ursache der Ursache der Ursache der Ursache und ganz, ganz an der Wurzel. Und das ist das, was ich damit meine. So, warum machen wir so viel Symptomreparatur? Das ist ganz einfach, weil hier können wir mit Wissen und mit Methoden dran gehen. Ja? Da können wir einfach sagen, oh, der Wald brennt, ja? Jetzt brauche ich 5 Berater mit denen, den Skills, rennt mal dahin und sozusagen räumt die Datenbank auf oder so. Ja? Also das heißt, hier kann man relativ, das ist relativ einfach, ja? Da kann man ein paar agile Methoden kopieren und irgendwie dann so tun, als wäre man agil. Ja? Hier, deshalb neigen wir da so dazu. Wir haben übrigens aus meiner Sicht in Deutschland eine völlig absurde Hochachtung vor Wissen. Ja? Also praktisch vor oberflächlich angelerntem, auswendig gelerntem Wissen. Ja? Und man kann heute 5 Weisheitsbücher lesen und dann mit schlauen Sprüchen die Welt begeistern. Ja? Aber das ist nicht, worum es geht. Ja? Also hier. Wissen, Methoden kann man hier, mit Fachwissen kann man hier dran agieren. Wenn ich aber an die tiefere Ursachen will, dann brauche ich ein ganz anderes Tool oder ein ganz anderes Thema. Und zwar ist es Geisteshaltung, besteht aus dem Wort Geist und Haltung. Geist ist die Ebene Bewusstsein, das ist die Wahrnehmungsfähigkeit oder der Wahrnehmungshorizont. Inwieweit sind Menschen fähig, wenn sie hier ein Problem erkennen, wirklich die tiefere Ursache überhaupt zu erkennen, also die Zusammenhänge, also wie weit sind Menschen in der Lage, komplexe Ursache-Wirkungszusammenhänge zu erfassen. Ja? Das ist die eine Seite. Und das zweite ist, wenn sie dann die Ursache erkannt haben, wie weit haben sie dann die Haltung, also das Rückgrat, die Dinge dann auch zu verändern. Also geht es darum, wie groß ist der Wahrnehmungshorizont und wie groß ist der Handlungshorizont. Und zwar bei den Menschen, die das Denken und Handeln im System prägen. Und das ist immer die Führungsspitze. Ja? Klassische Projekte, Change Management, ist die Illusion, dass das Management das System verändert, sodass das Management so bleiben kann, wie es ist. Und mein Ansatz ist, wir müssen die Verantwortungsträger entwickeln, die dann das System prägen. Also wenn wir alle vernünftigere Projekte machen, dann brauchen wir die Entscheider sind, ja, die brauchen einfach ein bisschen mehr Geist und Haltung, sag ich mal. Ja. So, und weil ich das 2003 so erkannt habe, habe ich gesagt, okay, dann entwickle ich einen Ansatz, um das zu machen. Und das mache ich jetzt seit 10 Jahren und ist sehr erfolgreich, erstaunlich. Weise, weil am Anfang natürlich die Führungsspitzen gesagt haben, ja, wir sind ja gar nicht das Problem. Ja. Wir haben jetzt immer ein aktuelles Projekt, da ist praktisch der Geschäftsführer von der Investmentbank, ja, der sagt dann, ja, ich habe hier einen Bereichsleiter und der hat hier einen Abteilungsleiter und das ist ein Problemfall. Ja. Können Sie mal mit dem reden? Ja. Dann haben sie mich da so hingeschickt und in den 2 Gesprächen aber mit dem Geschäftsführer habe ich ihn dafür gewonnen, dass es ja schon was mit ihm zu tun hat. Ja. Und nach dem 2. Gespräch hat er dann gesagt, ja, ich will an mir selbst arbeiten. Also das heißt, das Thema Geist und Handlung, das ist zu entwickeln. Das ist nicht etwas, was es schon gäbe, sozusagen, sondern das ist etwas, was man machen kann. Vorhin ist mal gefallen, dass Menschen ab 27 oder sowas gar nicht mehr veränderbar sind. Dem widerspreche ich. Und zwar ist es so, dass alle Menschen allen Alters komplett frei prägbar sind. Komplett frei. Ja. Einfach mal so in den Raum geworfen, mache ich seit 10 Jahren. Jeder ist sozusagen veränderbar und zwar dann, wenn er sich dafür öffnet, dann ist es möglich. Wenn natürlich jemand verschlossen bleibt und zum Beispiel ignorant ist, dann ist halt, muss er halt erst die Krise erleben und dann vielleicht nach 2 Jahren Burnout oder sowas, ja, was ich auch habe, dann zu sagen, okay, aber jetzt bin ich auch offen. Ja. Also jeder im Grunde kommt früher oder später vielleicht mal dahin. Fakt ist jetzt,
So, was, wie geht es jetzt in der Praxis? Mit dem Ansatz ist ganz einfach. Ich nehme also jemand über 4 Monate in so ein Programm, begleite einen Geschäftsführer, und dann trainiere ich den in den beiden Disziplinen. Und wir nehmen uns Themen her, die in der Regel die gar nicht für möglich halten, dass sie veränderbar sind. Ja, klar, weil sie ja ein engeres Bewusstsein haben, die Dinge gar nicht erkennen. Wenn ich die richtigen Stellschrauben erkenne, dann kann ich natürlich auch dort Lösungen entwickeln. Und dann verändern wir Dinge innerhalb von 4 Monaten, die eigentlich am Anfang gar nicht für möglich halten. Also das heißt, diese Transformation braucht einen Aktions-, Erlebnis-, Erfahrungsweg. Das geht nicht im rationalen Verstand. Ja. So wie, wenn man sagt, man macht ein Werteprojekt und sagen die Unternehmen, ja, jetzt machen wir mal Vertrauen und ja, Integrität und auch Wertschätzung. So, ja. Wie soll das gehen? Ja. Wenn jemand zum Beispiel in der Führung sich über Jahrzehnte eine Misstrauens- und Angstkultur entwickelt hatte, ja, wie soll man da jetzt plötzlich sagen, oh, jetzt machen wir alle Vertrauen, weil das jetzt gerade der Modetrend ist, dass man alle Werteprojekte machen. So. Noch eine Sache, was ist das Wichtige bei dem Thema, warum ist das Thema Geisteshaltung so wichtig? Wir haben letztendlich hier, ich mache es mal abgekürzt, wir denken. Ja? Wir haben ungefähr 60.000 Gedanken pro Tag, die entstehen. Aus dem Denken entsteht das Handeln. Ja? Und aus dem Handeln entsteht Wirkung. Und mehrere Stufen von Folgewirkungen. Und erst ganz am Ende dieser Folgewirkung können wir dann sagen, ob das überhaupt Erfolg war. Ja? So. Und die Frage ist, was prägt das Denken? Und da vorne dran ist praktisch die Geisteshaltung. Ja? Geisteshaltung prägt praktisch das grundlegende Denken und Handeln im System, prägt die Kultur, prägt die Art, wie Entscheidungen getroffen werden und so weiter. So. Jetzt mache ich mal ein Beispiel für, oder das vorhergehende Beispiel war jetzt ein Beispiel für destruktive Geisteshaltung, also ein völlig über-ehrgeiziges Management, ja, völlige innere Unruhe, inneres Chaos, machen die jetzt sozusagen jedes Projekt wird da irgendwie durchgeprügelt, ja, um es mal so einfach zu sagen. Ja. Verursacht natürlich auch ein Ergebnis, ja, hat aber leider die Folgewirkung, dass sozusagen das Vertrauen in die Führung verloren geht, ja? Dass die Menschen übrigens auch mit der Zeit gegen Druck resistent werden, so wie wenn man Penicillin zu früh absetzt. Ja? Dann gewöhnen sich die Leute an den Druck. Man müsste dann den Druck kontinuierlich immer erhöhen, damit es überhaupt noch eine Wirkung hat. Ja? Und wenn sie den Leuten den Rücken kehren, dann fällt der Druck natürlich zurück. Also das ist ein total doofer Ansatz, wenn man also den Weg mal begonnen hat, kommt man aus der Geschichte relativ schwer wieder raus. Ja. Das heißt, es entsteht vielleicht sowas, was annähernd nach Erfolg aussieht, nur auf Dauer haben sie einfach einen kontraproduktiven Effekt, der dann dazu führt, dass es eben nicht nachhaltig ist. Ja. Das Gleiche haben wir auch schon gehört, agile Ansätze, entsteht ein großer Hype und eine große sozusagen Motivation, ja, übergroß. Wo endet es? In der Enttäuschung. Ja, weil's dann so, und dann werfen es die Leute hin, statt weiterzumachen. Das ist also destruktive Geisteshaltung. Eine konstruktive wäre, als Beispiel, man kennt ja in der Mundart oder in so ein Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Führungsspitze, unsere Leute entwickeln sich. Ja. Sie hätten eine Führungsspitze, die völlig in sich ruht. Ja. Die völlig aus einer inneren Ruhe raus einfach die richtigen Dinge tut. Das ist übrigens das Erfolgsgeheimnis, ich erzähle Ihnen jetzt das tiefste Geheimnis des Toyota-Erfolgs. Toyota, da wo die das entwickelt haben, ist ein Werk, das ist ganz auf dem Land. Da waren ganz einfache Reisbauern. Und die haben einfach mit ihrem einfachen, gesunden Menschenverstand, so wie sie Reis angepflanzt haben, ja, mit dem Verständnis, haben sie einfach versucht, gute Autos zu machen. Und deshalb funktioniert es. Das gleiche Prinzip funktioniert schon ein paar Meter weiter in Tokio, nicht mehr. Ja? Weil da einfach diese Haltung, diese Grundhaltung, die da haben, ne? Einfach aus einer völligen inneren Ruhe raus und aus,
das gut zu machen, das ist deren Antrieb. Ja. Und jetzt verstehen sie auch, wie absurd es ist, einfach mal ein paar PowerPoints zu kopieren und dann sage, wir machen jetzt mal im Westen, kopieren jetzt mal den Toyota-Erfolg. Ja. So, also, das ist sozusagen aus meiner Sicht der Teil, der in den Unternehmen fehlt. Ich mache damit eine Systeminitialisierung, also zum Beispiel Geschäftsleitung, erste Führungsebene, und dann entsteht innerhalb von, sagen wir, einem Jahr eine völlig neue Kultur, die dann solche Dinge wie agile Ansätze, vernünftige Projekte machen, das, was wir uns eigentlich alle wünschen, dann überhaupt ermöglicht. Ja. So, das war so meine Idee, die ich mit auf den Weg geben wollte.